Hallo, hier ist Michaela von Michaelas Kreativbooks. Ich habe mir gedacht, ich drehe mal so eine kleine Reihe für euch mit Produktpaketen, Produktreihen, Standsformen, die ich so habe, die ich euch nicht unbedingt immer alle gezeigt habe bei einem Haul. So, und habe mir halt gedacht, ich fange an mit der Standsform kreative Kissenschachtel. Ich habe da mal was vorbereitet, und zwar einmal Herbstgefühl. Die Kissenschachtel an sich ist 9 cm in der Länge, 5 cm in der Breite, passt jetzt also nicht, Gott weiß nicht wie viel rein, aber hier habe ich die Kissenschachtel verwendet, die Blüten verwendet und den langen Tag. Sie ist jetzt hier mit einem Band verschlossen und wird hier an der Seite geöffnet. Es passt eine Kleinigkeit rein. Hier ist jetzt gar nichts geklebt an den Schachteln, die ich vorbereitet habe. Man könnte auch eine Seite kleben, aber es hält auch so. Also es passt nicht viel rein, aber so eine Kleinigkeit als Tischgoodie, wenn ihr eure Familie oder Freunde, Bekannte zu einem herbstlichen Essen einladet, als kleines Tischgoodie, dann habe ich was vorbereitet mit den Vintageblüten. Der Stempel ist aus dem Set Wiesenruhe mit Liebe. Ein bisschen Vintage gehalten, hier gewischt, die Blüten ein bisschen gewischt, eine weiße Kordel. Und hier seht ihr schon meinen Fehler, die Blüten stehen Kopf. Genauso wie die Kürbisse, die Kopf stehen. Bei so einem Muster ist es ja nicht, ich sag mal, zwingend erforderlich, darauf zu achten. Aber wenn ihr Papier, Designpapier nutzt und ihr legt es ein, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr praktisch es auf dem Kopf legt. Also so. Dann habt ihr es dann in der richtigen Position. Und hier habe ich was zur Geburt eines Mädchens gestaltet, mit auch einem weißen Band. Hier habe ich die, hier und hier hatte ich die Anhängerstanze verwendet. Und die kleine Maus ist aufgestempelt, ausgestanzt und koloriert. Das ist Farbkarton in Blütenrosa. Und kleines großes Glück ist aus, und die Maus ist aus der kleinen Elefantasie. Alles zu finden in den aktuell gültigen Katalogen, also dem Hauptkatalog und dem Mini-Katalog. Und einmal mitmachen wollte ich mit euch heute eine weihnachtliche. Ihr stanzt also die Schachtel aus. Und dann fangt ihr an und falzt als erstes Mal, da braucht ihr kein Falzbein, das Designpapier ist ja auch etwas empfindlicher. Und bei den Bögen geht ihr folgendermaßen vor, von innen mit euren Nägeln da, wo die Stanzlinie ist. Dann finde ich, so geht es am einfachsten. Also mit den Nägeln von innen ein bisschen nachhelfen. Und dann könnt ihr sie nämlich ganz leicht knicken.
gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Einmal mit dem Nagel in die Falzlinie gehen. Also ich komme am besten damit klar, habe ich festgestellt, wenn ich in der Mitte anfange und mich dann nach außen vorarbeite. Dann gehe ich hin und knicke es richtig nach. So. Dann gehe ich mit dem Falzbein und biege mir, ziehe sie so ein paar Mal über die Lasche, dass sie so leicht gebogen ist. Und dann braucht ihr sie nur noch so zu verschließen. Und ich habe mir heute, also bei diesem Projekt jetzt vorgenommen, hier habe ich ja nirgendwo was geklebt. Heute klebe ich mir eventuell eine Seite öffnen, damit das nicht passiert. Ja, Vorführeffekt. Ganz eindeutig. So. Jetzt festhalten. Vorsichtig andrücken. Und wie gesagt, ihr könntet eine Seite verkleben. Oder wenn es wirklich, wenn da nichts drin sein soll in der Schachtel und es nur als Tischgoodie so mit auf beim Besteck liegt oder auf dem Teller liegt, auf der Serviette, dann könnte man auch hingehen und beide Seiten verkleben. Ich versuche es jetzt nochmal, dass ich von innen hier mal ein bisschen Gegendruck, damit es hält. Man könnte es auch mit Magneten verschließen. Wen es nicht stört, dann kann man beide Seiten zukleben. Und wen es dann nicht stört, dass man die Magneten sehen kann. Oder man nimmt hin, geht hin und macht die Schachtel aus Farbkarton und schneidet dann von Hand das Designpapier zu, dass man die Magneten überkleben kann. Also nicht mehr sieht. So, das sollte jetzt halten. Aber wie gesagt, verkleben braucht man da eigentlich gar nichts, weil es hält. Auch so. So, jetzt haben wir hier das und jetzt habe ich irgendwo meinen Spruch versteckt. Entschuldigt bitte. Aber ich hatte mir nämlich schon den alle guten Wünsche aufgestempelt und auch ausgestanzt. Sonst müssen wir das einfach neu machen. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wo er hin ist. Nicht. Ich hatte es gerade mit. Ach, hier liegt er. Okay. Ich habe ihn gefunden. So, ich habe es, wie gesagt,
mit diesem Stanzteil ausgestanzt. Die anderen hatte ich ja immer mit Bändern. Und jetzt habe ich mir überlegt, damit, also ihr könnt ihn jetzt einfach so aufstempeln. Bei geraden Teilen tupse ich auch immer so. Aber jetzt bei diesem gewellten, dann nehme ich mir hier so ein Fingerschwämmchen, tupfe hier ein paar Mal rein, tupfe es ab und gehe hier einfach so an den Rändern vorbei. Dann erspart man sich noch eine Mattung und es ist trotzdem nicht so hart. Die weißen Kanten hat man noch so einen Eyecatcher. Bei geraden Teilen, so wie dem Tag hier, bei dem Vintage, da habe ich es mit dem großen Blending Brush gemacht, aber für solche Dinge eignen sich hervorragend die kleinen Fingerschwämmchen. Mache ich das mal zu. Dann nehme ich mir, drehe ich mir das vorsichtig auf die andere Seite. Und mache mir hinten zwei Dimensionals drauf. Man könnte jetzt, wenn man hat, noch eine rote Kordel oder ein rotes Band und eine Schleife, aber ich wollte es jetzt mal ohne Bänder und Kordeln machen. Und dann kann man das hier so aufkleben. Und das sieht man natürlich bei dem großen Etikett. Der Nachteil ist halt, dass sehr viel von dem Design ja verschwunden geht. Jetzt sind hier die Wichtelpärchen zum Beispiel verdeckt. Da ist der längliche, schmale vielleicht die bessere Wahl, dann sieht man hier oben und unten wenigstens noch. Und der Tag ist natürlich erst recht eine gute Wahl, weil da sieht man sehr viel von dem Design und hier halt sehr wenig. Da muss man sich dann drüber im Klaren sein, dass dort nicht allzu viel zu sehen ist. Und wie gesagt, ist die Stanzform kreative Kissenschachtel. Beinhaltet 11 einzelne Stanzteile. Und mal schauen, was ich euch als nächstes vorstelle. Ich denke mal, als nächstes kommt wieder ein Haul, ein Auspackvideo, weil ich habe hier noch einen Karton stehen. Und dann kommt, ich denke mal, im Laufe der nächsten Woche ein neues Produktpaket. Wenn euch da was Bestimmtes interessiert, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare, worüber ich mich sowieso mal sehr freuen würde, wenn einige von euch mal einen Kommentar hinterlassen. Vergesst den Daumen nach oben nicht. Über Abos, die für euch völlig kostenfrei sind, freue ich mich auch immer. Alle wichtigen Infos, wie ihr an die Produkte kommt, wie ihr bei mir ins Team einsteigen könnt und alles weitere Wichtige, alles unten in der Infobox. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir mal mitteilt, ob ihr ein bestimmte Produktreihe, Produktpaket, Stanzform oder was auch immer sehen möchtet. Wenn ich sie dann in meinem Besitz haben sollte, werde ich das gerne für euch mal näher vorstellen. Jetzt bedanke ich mich für eure Geduld und euer Zuschauen und bis nächstes Mal.